Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Quest-Wahnsinns-Folge. Quest-Wahnsinn Teil 15. Tatsächlich schon 15 Folgen Quest-Wahnsinn. Hier am Hafen. Ja, ich komm ja schon! Hier gibt's die besten Preise für Maschinenteile unterm Tafelberg. Keine Abgaben an den Sonnenhof, nicht wie die Gierschlunde dort droben. Sie interessiert sich doch nicht für Steuern. Ich weiß, was sie nicht interessiert. Wie gesagt, das beste Angebot für Schnappmaullinsen. Das kann ich beschwören. Bei der Sonne, spuck dir nicht in die Hände. Jägerin, ich entschuldige mich für meinen Partner, stillen Partner. Stiller Partner? Wenn die Sonne doch nur meine Gebete erhörte. Vergiss die Schnappmaullinsen, Jägerin. Die will niemand haben. Eine Langbeinlinse würde sich dagegen wirklich lohnen. Welches Teil wollt ihr? Also, was? Niemand will Schnappmaullinsen. Die sind gut und hart. Man kann sie überall reinhämmern. Wofür hältst du das? Für einen von diesen schäbigen Handelsposten? Dies hier ist Meridian. Wir haben Kultur. Ich habe Kultur. Gerade neulich sah ich mir die Jagdprüfungen an. Oh, große Sonne. Schenk mir die Kraft des Mittags. Du hast einen Sonnenstich, wenn du glaubst, dass wir hier Langbeinlinsen loswerden können. Ja, was? Hallo? Ich habe es dir schon so oft gesagt, wie der Turm hoch ist. Handwerk, Kunstfertigkeit, dafür stehen wir. Handwerk gewinnt keine Kriege und vertreibt keine Maschinen. Man braucht gute, altmodische, einfach... Oh ja, einfach gearbeitete Kraft. Wenn du was Glitzerndes siehst, wirfst du es weg. Hätten Karja diesen Aufzug gebaut, wäre es nur ein schöner Schacht geworden. Die langen Jahre des Stöberns und keinen Humor gefunden. Oh Mann, Alter. Genug! Genug! Tja. Ein deutliches Volk, diese Nora. Warum überhaupt zusammenarbeiten, wenn man sich nie einig ist? Ah, es ist eine symbolische Geste. Keine Abgaben an den Sonnenhof, wie ich schon zu Beginn sagte, Ranin. Sagt mir einfach, was ihr wollt. Eine Langbeinlinse. Eine Schnappmaullinse. Gut. Okay. Ihr seid wohl beschäftigt. Warte. Du hast sie verjagt. Schnappmaullinse, was sagst du? Ich hab sie verjagt? Na klar. Hör zu, Jägerin. Langbeinlinse. Oh, Junge. Wühler, bringt uns euer Metall. Ja, ich hab doch schon beides, oder nicht? Angebot und Nachfrage. Ich hab keine Schnappmaullinse. So eine Scheiße. Schnappmaul. Wo ist Schnappmaul-Jagdgebiet? Da ist ein Schnappmaul-Jagdgebiet. Alles klar. Es war abgemacht. Ich werbe Kunden, du machst das Zählen. Alter, gehen die mir auf den Sack. Das ist schlimm. So kann man kein Geschäft führen. So kann man kein Geschäft führen. Ja, das geht doch alles in die Hose. Ach du Scheiße. Gut, Schnappmaullinse. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So. Da sind sie. So. So, einfach sicherheitshalber mal ein paar Fallen auslegen, hä? So, und so. Direkt mal noch eine. Zack, und zack. Einmal ein kleines bisschen hier Rückzugsort sichern. Alter. Okay, so. Sollen wir mal ein bisschen aufmerksam machen? Ich werde tun, was ich tun muss.
Nice. Scheiße! Nein, ich häng fest! Oh, nein! Aua! Boah! Immer noch nicht tot! Oh, scheiße, da fehlt nicht mehr viel! Boah! Okay, warte. Sehr nice. Boah, ja, nice, Alter. Komm, reiß Maul auf. Komm, reiß das Maul auf, Mann. Komm, komm. Guck dir das an, ey. Reißt er nicht sein scheiß Maul auf? Ach, jetzt reißt er auf, oder was? Boah. Ja, nice. Nice. Das ist alles andere als Schrott. Genau. Sehr schön. Okay, warte mal. Wir holen mal gerade hier unser Zeug mit. Ressourcen. Gut. Wir werden mal hier gerade ein bisschen unsere ganzen Sachen auffüllen. Gut, alles parat. Ja, schön. Ja, das mit dem anderen, das hat ja nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das, wie ich das vorhatte. Boah, die zwei, ne? Langbein! Dein Schnappmaul! Langbein! Nichts anderes verkauft sich hier! Langbein! Ah ne, Schnappmaul war ja. Schnappmaul! Langbein! Schnappmaul! Ich kann einfach nicht schlafen. Ich auch nicht. Mein Bett von einer Karte. Jäger, Wühler, bringt uns euer Metall! Ich mache dir einen guten Preis. Wühler? Was für ein Volk? Hallo! Ich hab beide Teile. Ich hab euch beide Teile besorgt. Also, was sagt ihr? Ich kann wohl nicht nur die eine kaufen? Es wäre die falsche. Also gib der Jägerin die Scherben für beide. Natürlich, natürlich. Bitte sehr. Wenn das Danke. Der Preis ist, den ich zahlen muss. Der Preis, den du zahlen musst? Die Schnappmaullinse macht vielleicht gerade so den Verlust wieder wett. Ich mache keinen Verlust, Kohlenbrenner. Dir fehlt die Fantasie, um für Langbeinlinsen angemessen zu zahlen. Ich habe Fantasie. Wenn du mit diesem Schrott herumklapperst, denke ich an deinen Schädel. Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass wir keinen Schrotthandel betreiben, dass wir Klasse haben. Gut. Und ich sagte, ein Metallhändler macht sich auch mal die Hände schmutzig. Alles klar. Macht mal euren Scheiß. Alter Vater, oh, sind die fette. Die sind ja sowas von anstrengend. Ach du Scheiße. Ja gut. Dann machen wir uns mal auf zur nächsten Quest, Nebenquest. Und zwar hier, wir haben noch, das ist ja eisige Wildnis, das macht ja. Ich glaube, ich mache einen extra Abschnitt. Ich glaube, ich mache einen extra Abschnitt, wo es nur um die eisige Wildnis geht. Ich glaube, da mache ich eine extra Playlist, glaube ich. Ja, ich glaube, das mache ich so.
Da mache ich eine extra Playlist. Wird natürlich beim Let's Play natürlich bei der Let's Play Playlist, wo alle Folgen drin sind, wird natürlich das mit bei sein. Aber so generell hinsichtlich Story wird da eine separate Playlist kommen. Wir nehmen das hier. Neil, ein geheimnisvoller Fremder, fordert Aloy bei ihrem Zusammentreffen dazu auf, ihn mit einem Banditenlager zu überfallen. So, rede mit Neil. Sieh dich doch mal um. Der war ja irgendwo hier oben, wenn ich mich nicht irre. Und hier ist ja noch eine Nebenquest. Ach du Scheiße. Gut, okay. Gut, ich reise mal nach dort oben hin. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ach Quatsch, in der nächsten Folge. Tut mir leid. In der nächsten Folge nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder, wenn wir mit mir reden. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Wir sind in der Nähe vom Treffpunkt mit Neil und da sehen wir auch, da sehen wir ihn auch schon. Mal gucken, was er von uns möchte. Es ist so bittersüß, wie ein Lächeln mit blutigen Zähnen. Was ist denn los? Du siehst enttäuscht aus. Die Banditenclans sind fort. In der Südebene soll noch einer abgedreht haben, nur wegen unseres legendären Schaffens. Das war der Sinn dieses Blutvergießens, die Banditen zu vertreiben. Aber jetzt ist niemand mehr zum Töten da. Außer... Nein, nein. Dann heißt es jetzt wohl, lebe wohl. Nach all unseren Taten ist dies nicht der richtige Ort. Hä? Da ist ein Berg, südlich von Meridian, mit Blick auf die Speerschäfte. Triff mich dort. Hä, was ist mit dir nicht in Ordnung? Es ist niemand mehr zum Töten da. Meine Gelüste, das Lechzen nach Blut und Geschrei. Den Blick in die Augen derer, die ihren letzten Atemzug machen. Ich vermisse es. Alter, wie krank. Ja gut, dann machen wir uns wieder auf nach Meridian. Ja, super, geil. Haha. Ja, ne, dann bis, ja, bis gleich. Dafür bin ich jetzt so weit gereist. Ja, hallo, und da bin ich auch schon wieder. Wir erklimmen gerade einen Berg, wo Neil auf uns wartet, was auch immer er von uns will hier. Der Psycho. Wo ist er denn? Halt! Immer ein bisschen unseren Erste-Hilfe-Beutel in Auge. Ach, hier steht er ja schon und wartet. So, my friend. Untersuchen, Leiche. Danke. Neil. Ich hab mich unterwegs gefragt, na, ob du mich in einen Hinterhalt lockst. Wo wäre denn da der Spaß? Irgend so ein Banditenlager wäre doch keine Arena für uns. Aber das hier, viel besser. Hier herrscht Dramatik. Also, was sagst du? Was würdest du von einem Duell halten? Was? Moment. Du bringst mich hierher, damit wir uns duellieren? Bis zum Tod. Und mit Genuss, weil wir nur diese eine Chance haben. Tja, was habe ich auch anderes erwartet? Ja, pff. Wenn er meint, Junge, du weißt schon, dass du unterlegen bist, ne? Wenn es denn so enden muss, Neil. Alles muss enden. Bloß, du bist so ein pflichtbewusster Mensch. Ich möchte dich nicht zu etwas Unauthentischem drängen. Vor allem der Tod. Es gibt nichts Authentischeres. Sehr rücksichtsvoll von dir. Ja. Beenden wir es. Wenn du meinst. Voll daneben, Alter. Der hält ein bisschen was aus. Der hält ein bisschen was aus, mein lieber Schulli. Alter, was? So, eine gescheuert. Pfeil. Pfeil.
Direkt noch einer. Zack. Junge, du hast keine... Alter, ich schieße da daneben. Ich schieße... Alter, ich schieße da daneben. Sag mal. Ah, von oben kann ich gar nicht angreifen. Also, ey, ne? Ah, guck nicht so besorgt. Ich sollte sagen, ich wusste, dass es so enden würde, seit wir uns begegnet sind. Aber ehrlich gesagt, ich dachte, ich schaffe dich. Ja. Und das war's jetzt. Noch schnell geplündert. Ja, so. Ja, ja, toll. Gut. Ja, da. Ja, das war ja, ne? Oh, alter, geil, ne? Oh, guck mal, wie der Mondschein. Alter, ist das geil. Ist das cool, ne? Boah, sieht das mega aus. Sieht das mega aus. Richtig gut. Ja gut, was machen wir denn als nächstes? Haben wir überhaupt noch eine Nebenquest jetzt offen? Haben wir noch eine Nebenquest offen? Irgendwo. Haben wir noch irgendwo eine Nebenquest offen? Irgendwas. Ah, hier. Ich wusste doch, irgendwo war da noch was. In, was? In Freiwalde. Freiwalde. Sonst ist aber nichts mehr, ne? Wir waren sehr, sehr fleißig. Guckt euch das mal an. Wir waren sehr, 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 sehr fleißig. Gut, okay. Dann machen wir uns mal auf nach Freiwalde. Tatsächlich. Hier ist nichts mehr. Da ist noch eine. Stimmt, genau. Ja, komm. Dann machen wir das. Am besten machen wir mal diese zwei Quests noch, ne? Weil ich glaube, das war's dann, ne? Mit Questwahnsinn. Mit Questwahnsinn hier bei Horizon Zero Dawn wahrscheinlich. Gut. Alles klar. Dann sehen wir uns gleich hier in der Nähe vom Sonnenring. Sehen wir uns gleich wieder. Mal schauen, was uns dort erwartet. Hier war doch irgendwo was zum Abseilen. Hier war doch was zum Abseilen. Das war's zum Abseilen. Schön. Also, dann bis gleich. Zack. Und da sind wir natürlich wieder in der Nähe vom Sonnenring. Da ist er. Da, genau dahinter. Quatsch mal mit dem Ding hier. Abbas. Hallo. Sie ist so blass. Ist sie krank? Ja. Sie ist stark. Aber das Fieber will nicht sinken. Es wird immer schlimmer. Ihr Name ist Shiana, meine Schwester. Kann ihr in Sonnenfall denn niemand helfen? Wir sind Geflüchtete. Wir kommen zuletzt. Und es gibt nur einen Heiler in diesem Gebiet. Er ist schwierig. Seine Seele ist im Schatten. Seine Seele ist im Schatten? Galif. So heißt er. Er ist sehr klug, aber er hat wenig Mitgefühl. Vielleicht hat die Wüste es ihm ausgebrannt. Vielleicht war er schon immer so. Wie auch immer. Er wird uns nicht helfen. Na, wir werden sehen. Wo kann ich ihn finden? Zuletzt hat er Soldaten in Wappenbrück verarztet.
noch ein Grenzkampf. Heilers Eid. Aloy hat angeboten, einem Heiler zu finden, der ein junges Schatten-Karja-Flüchtlingsmädchen behandeln soll. Ja gut. Ich passe schon auf dich auf. Gut. Der arme Itamen, ja. Wo ist denn hier der... Ach du Scheiße. Gut, komm. Da können wir hinreiten. Weil dort unten... Hier habe ich nämlich Breitköpfe gesehen. Auf der Reise... Auf der Reise in diese Region. Wenn ich sie dann wiederfinde. Ist vielleicht nie verkehrt, so einen Breitkopf zu haben, ne? Oder generell so einen Läufer. Sehr schön. Tag. So. Wir setzen mal gerade einen Marker. Gehen wir mal die Sporen hier. Oh oh. Hirscher. Moin! Tschüss! Ich glaube, wir können nicht mit der Maschine da rein, oder? Wir können auf jeden Fall weit runter. Und zack. Ja, ich glaube, ja, hier ist Feierabend. So, dann wartest du mal gerade hier, bitte. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mal einem Heiler drauf... Alter. Ich muss mal einen Heiler drauf... Junge, ich habe schon Leute wie euch in der Pfeife geraucht. Ich muss mal einen Heiler... Jagen Sie mich. ...an seine Pflicht... ...an seinen Eid erinnern. Bist du Galif, der Heiler? Ich wollte den Tag damit verbringen, auf das Land meines Exils zu starren und mir leid zu tun. Doch du bist nicht aus Sonnenfall. Könnte interessant sein. Ich komme aus der Zeltstadt dort. Ein Mädchen ist krank. Ihr Bruder hat mir von dir... Die Antwort ist nein. Was? Nein, ich habe keine Medizin übrig und schon gar keine Zeit. Meine Vorräte sind schon fast verbraucht. Verbraucht wie die dreckigen Lumpen, die als Verbände dienen. Warum hilfst du nicht? Sieh's mal aus meiner Perspektive. Das Wenige, was ich habe, wird eingeschmuggelt. Das ist teuer. Der größte Teil davon geht an das Militär. Und dann ist da natürlich die Zitadelle. Helis Falken nehmen öfter ein böses Ende. Der Rest ist für die Adligen, die mich gut für meine Dienste bezahlen können. Sieh's mal aus meiner Perspektive. Ein Mädchen ist krank. Ich glaube, uns trennen unüberwindbare ideologische Hindernisse. Boah, was ein ekelhafter Typ, ne? Warum sollte ich dich nicht einfach zwingen? Es würde Aufmerksamkeit erregen. Und du willst doch dem einzigen Heiler, der sich mit Schattenkarja einlässt, nichts tun, was? Wir kennen uns kaum, aber doch, es reizt mich. Klär das mit der Zitadelle. Sie entscheiden, wer lebt oder stirbt. Nichts, was du tust, ist so schlimm wie die Bestrafung, wenn ich Vorräte an ein Zeltmädchen verschwende. Du bist das letzte Heiler. Gegen ein Gewissen gibt es keine Heilung, aber inzwischen bin ich ziemlich immun dagegen. Und doch, wenn dir so viel an diesem einen Mädchen liegt, machen wir einen Deal.
meine Wohltätigkeit für ein Donnerkieferherz. Ha! Das ist keine Wohltätigkeit. Aber es ist ein Deal. Hab ich schon. Ich wäre wieder flüssig. Eine Zeit lang. Ich habe das Teil schon. Wow, da hätten wir unseren Deal. Schnell jetzt, verarzten wir dein armes Gewissen. Sieh nach dem Mädchen und es ist deins. Vorher nicht. Oh, bitte, bei meinem Eid. Das Mädchen wird überleben und die traurige Zukunft sehen. Man sollte uns nicht zusammen sehen. Geh schon mal vor in die Slums. Ich finde dich dort schon. Du bist nicht zu übersehen. Dankeschön. Kann man jetzt so und so sehen, diese Bemerkung. So, wir kehren mal zurück zu Abbas. Abbas. Nee, eigentlich Abbas. Abbas, glaube ich, passt besser an die Quatsch. Der Typ, ne? Das ist ja schlimm. Das ist ja echt schlimm, solche Menschen. Ich glaube, uns trennen unüberwindbare ideologische Hindernisse. So. Reiten wir mal zurück. Ups. Komm. Dass wir schon ein Donnerkieferherz hatten, ne? Ah, ganz ruhig. Wieder vorbei an den Pirschern. Moin! Tschüss! Ja, ihr macht das schon. Ich bin euch wohl zu schnell. Diese dramatische Musik, ne? Und ich glaube, da hinten geht so langsam die Sonne auf, hä? Wenn ich das richtig sehe. Fest-Dings ist hier nicht. Okay. Hätte er sein können. Sicher ist sicher. Einmal geguckt. Kostet nix. Ich musste sie alle den Soldaten überlassen. Ich durfte sie nicht verlieren. Ich vertraue auf den jungen Itamen und auf seine Weisheit. Abbas! Die anderen verlieren langsam die Hoffnung. Du bist es. Sei gegrüßt. Hier ist jemand für deine Schwester. Wie hast du... Womit haben wir das verdient? Nein, warte. Ich will es gar nicht wissen. Sonst zieht ein Schatten vorbei und es ist weg. Kluger Junge. Er wird sich jetzt um sie kümmern. Nicht wahr? Wenn man mich nicht weiterhin ablenkt, ja. So viel Aufregung an meinem freien Tag. Ach ja, tut mir leid. Sie? Shiana. Ich kannte mal eine Shiana. Sie sang in der Taverne. Kann deine Schwester gut singen? So. Ja, wunderbar, super. Wir haben jetzt fast eine halbe Stunde. Ich würde gerne. Hier ist Ort. Aber egal, ich würde gerne. Wo ist denn die andere Quest gewesen? Die war doch hier hinten irgendwo. Nora-Gebiet. War doch hier irgendwo, ne? Da! Da ist sie. In Freiwalde, genau. Gut, alles klar. Dann marschieren wir mal Richtung Freiwalde. Wir sehen uns auf jeden Fall... Soldatin werden. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder in Freiwalde. Und wir schauen mal, welche Nebenquest uns dort erwartet. Wer weiß, wie lange die Folge tatsächlich noch wird. Bis gleich. So, hallo. Ja, da bin ich auch schon wieder. Ich habe mein Reittier unterwegs verloren. Ach. Hä? Ich habe doch... Das gehört nicht mir. Das gehört wirklich nicht mir. Ich schwör.
Ich schwöre auf alles. Das gehört wirklich nicht mir. Oh, wie geil. Sieht das gut aus. Wer sind die? Das sind Osseram, ne? So, so. Ich wusste, Frauen sind derweils Verhängnis. Und er hat es verdient. Meine Schwielen sind älter als du. Ich habe Schwielen genug, wenn du mich testen willst. Hitzkopf. Ich glaube es, Flammenhaar. Petra Schmiedin. Aloy. Maschinenjägerin. Maschinenjägerin, ja? Ich kann dich vielleicht brauchen. Es ist so, man will uns aus unserem Revier verdrängen. Darum habe ich gerade diese Schrottschleuder in Arbeit. Unser Problemlöser. Die Waffe, die du da hast, so etwas habe ich noch nie gesehen. Eigenbau? Sieht man meine Handschrift? Ihre Mutter war einst beim Kampf um Meridian dabei. Bei solchen Schlachten hilft keine Strategie. Man braucht pure Feuerkraft und zermalmt so die Armee des verrückten Sonnenkönigs. Was guckst du so? Waffen mit solcher Kraft. Es ist nicht die Waffe, Flammenhaar. Es ist der Schütze. Hätten sie den großen Aufzug belagert, wäre ich da gewesen. Sehr gute Arbeit. Steckt voller Geschichten. Ich kann sie dir mal erzählen, wenn du willst. Das Vieh hat noch keine Geschichte. Zu schwer zum Tragen, frisst Metall wie ein Schnappmaul. Toll. Was ist das hier, Petra? Die Freihalde. Frei, weil wir nur uns selbst verpflichtet sind. Dem Metall und den Staubstürmen. Und die Halde ist dort. Ein Schrottplatz, die Osseram sammelten hier. Nutzloses von den Alten. Atme ein. Nimm den Geruch auf. Rauch und Schweiß. Ein Leben im Wald betäubt die Sinne. Ich kann allein 5 Metalle schmecken. Dieser ganze Schrott ist also von den Alten. War es ein Schlachtfeld? Ein Vorrat vielleicht. Oder eine Müllhalde. So dicht gepackt, dass alles verschmolz. Sie warfen mehr weg, als wir je kennen werden. Die Alten. Bist du nicht neugierig? Willst du nicht wissen, was das hier war? Na, manche stöbern hier ihr Leben lang, um es herauszufinden. Ich nicht. Für mich gibt es hier vor allem viel zu schmelzen. Ja, man muss den Wald nicht verstehen, um Holz für Pfeile zu bekommen. Dann wüsstest du aber, dass Reinholz am besten ist. Vorsicht, verbrenn dir bloß nicht die Zunge. Ich denke nicht an die Alten. Sie hatten ihre Zeit. Ihre Arbeit ist beendet. Ihre Erfindungen sind tief vergraben, Rost auf Knochen. Meine Schwestern und Brüder werden eine neue Welt schmieden. Ja, vielleicht. Hoffentlich eine, die etwas besser ist. Nicht die gleichen Fehler macht. Du bist also Schmiedin. Du führst die Schmiede und die Stadt? Die Stadt ist die Schmiede. Und alle arbeiten kräftig mit. So ist es richtig, ohne Präfekten, die sich ständig einmischen. Wären wir im Anrecht im Osseram-Land? 3 Tage Diskussion, immer wenn man einen Nagel einschlagen will. Klingt frustrierend. Oh, ist es. Doch wir diskutieren gern. Man braucht heiße Luft, damit das Feuer brennt. Aber Traditionen werden nicht diskutiert. Dort wäre ich Petra Schmiedgattin. Wie findest du das? Das passt nicht zu dir. Gute Antwort. Darum ging ich weg. Ich war damals noch biegsamer Stahl. Ich konnte alles aus mir machen, bis ich mich abkühlte. Diese Schmiedemetaphern finde ich ja eigentlich schon geil. Wohin bist du gegangen? Du gingst also weg. Und wohin? Zuerst nach Meridian, wie alle anderen. Ich arbeitete mit am großen Aufzug. Wir waren gerade fertig, als der König durchdrehte. Also schwor ich, einen Platz für alle zu finden, die mir folgen wollten. Wir schlugen uns durch bis zum Kriegsende. Dann fanden wir dieses alte Osseram-Lager. Lang verlassen, Haufen von Metall. Ein Ort für den Neuanfang, den ich prägen konnte. Ha! In deinem Alter dachte ich, dass der härteste Schlag am besten prägt. Ich nehme an, das Alter macht dich weiser. Sag ich nicht. Du sagst, man will euch aus dem Revier verdrängen. Aus unserer Halde. Ein paar Plünderer kamen zum Schnüffeln, gerade als wir gute Waffenteile gefunden hatten. Und bei der Gießerei hat sich eine Banditenbande breit gemacht. Sie sperrten uns aus und sitzen auf den Energiezellen. Sie mögen alles, was glänzt. Tja, wir brauchen die Teile und Zellen für unsere Verteidigung. Ein kleiner Job.
Schnell und sauber. Etwas Schmutz macht mir nichts aus. Du bist ja wirklich schnell zu entfachen. Ja, dann mal Feuer frei, hä? Eine Halde voller Ärger. Gib dich zum Banditenversteck. Wo ist das Banditenversteck? Dort ist das Banditenversteck. Also raus und rechts. Hier hoch? Ne, hier runter. Oh, hier sind ja schon direkt welche. Direkt hier neben dran, guck mal. Okay. Boys and girls. Gesessen. Wenn mich jemand gefragt hätte, ich hätte zuerst die Stadt eingenommen. Mehr Sklaven, die Lichtkisten ausgraben können. Dann mach das doch, wenn die anderen da sind. Sie kommen bald. Könnte ich eigentlich beide abfackeln? So. Was ist mit euch hier? War ja eigentlich klar, dass Plünderer auch hier rumrennen. Welchen Schrott die. Männer. Dieser ganze Schrott. Wer weiß woher und wann er hier aufgehäuft wurde. Der Pfeil. Was ist das da oben? Nix. Helft mir mal, ihr Trottel! Nein, aua! Aua! Alter! Das Gelände durchsucht, Leute! Alles! Aber ich seh nix! Gott sei Dank wird's heller. Dann sehe ich gleich wieder was. Wie mein Pfeil da durchguckt, guck mal. Sie ziehen weiter. Gut. Hallo, hallo. Bisschen mehr. Boah, Alter, voll daneben. Der hat gesessen. Sehr schön. Die Banditen haben eine gute Verteidigung. Mal sehen, wo ihre Wachen stehen, bevor ich die Energiezellen suche. Angriff von unten. Doch, jetzt kommt er.
Verdammt. Kommst du noch? Ah, er kommt. Sehr schön. Ja. Ach ja, da ging der Scheiß gerade weg. Hast du das gesehen? Ja, ich bin in einer besseren Position gerade. Sau. Boah, hätte er nicht noch einen Meter laufen können? Ja. So. Ich würde sagen, das war auch gar nicht so verkehrt. Wo haben die dieses Wüstenglas her, frage ich mich. So, wo sind die... Na gut, die werden hier oben drin sein. Ist ja nur logisch. Vielleicht auch nicht. Da, eine Energiezelle. Okay. Alle ein bisschen plündern hier. Wenn wir schon mal da sind. Eine Energiezelle haben wir. Aua. Aua. Voll auf die Fresse. Ist bestimmt auch eine. Wenn man hier klettern muss. Ist ja eigentlich nur logisch. Ah, warte mal. Toll. Aber gut, wir haben keinen Schaden genommen. Das ist der Donnervogel. Ah! Ah! Alter. Ja, hier oben ist auch eine, hä? Am Arsch ist hier eine. Alter, wie soll ich denn hier?
Wie soll ich denn hier die Energiezellen finden? So ohne weiteres. Toll. Banditenscherge. Und ich komme nur hier hoch. Oh Gott, ich hab... Direkt vor mir ist noch eine? Und? Doch dort oben irgendwo. Oder hier unten. Ah. Okay, geschafft. Und jetzt zu den Plünderern, die Waffen holen. Der Clan wird es dir noch zeigen. Die Stadt wird unser. Begib dich zum Plündererbau. Nein, 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 lass los, lass los. Wo muss ich hin? Ah, hier direkt geradeaus. Aber ich bin festgehangen an der Spitze. Ich bin festgehangen. Ich bin mehr als bereit. Moin! Na, Kollege? So. Was soll ich jetzt eigentlich machen? Was ist meine Quest? Schaffe Waffenteile aus Plündererhaufen. Das Petra gebrauchen kann. Schnell. Plündererhaufen? Haufen? Oh oh, aua. Oh, aua. Moin, Kollege. Oh, aua. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass der so schnell angreift. Da gräbt einer. Auf der anderen Seite. Ich war aus.
Sehr schön. So, jetzt ist die Frage... Oh, Alter, geil. Oh, Alter, was ein geiles Bild. Schön. Sehr, sehr schön. Da hinten, glaube ich. Zurück zu Petra. Ich war lange genug auf diesem Schrottplatz. Echt? Schlimm. So viel Metall. Ich habe auch schon richtig metallischen Geschmack im Mund. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Boah, es sieht schon schön aus. Ja, das wird eine lange Folge, hä? Aber seid ehrlich, es stört euch gar nicht. Hallo? Petra, ich hab deine Teile, aber es kommen noch mehr Banditen. Der Rest ihres Clans. Sie wollen die Stadt einnehmen. Tatsächlich. Halt das Ding ruhig und ich mache den Rest. Und dann werden wir ja sehen. So, anheben und bereit machen. Und nicht gegen den Schoß drücken, wenn du damit irgendwann nochmal... Ist ja schon gut, verstehe. Och, mein Gott, Alter. Seid mal nicht so prüde. Schwer. Oh, ich kann sie nur festhalten. Was? Halte... Bein! So was. Ich bin runtergefallen. Entschuldigung. Hey, ich verstehe das nicht. Sie funktioniert bisher. Hä? Sie hat noch nicht einmal gefeuert, Alter. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich das. Oh, nice. Alter, das ist schon krass. Was wollen die denn? Hört auf! Ho, ho, ho. Na? Ach, da ist er ja noch. Sie sammeln sich unter der Brücke, Aloy. Schieß sie runter. Es ist deine Brücke. Baue eine neue. Schieß sie ab. Okay. Wow. Das war wohl etwas übertrieben. Soweit ich weiß, nennt man das eine Schlappe. Boah, guck mal, wie das Ding aussieht. Mir tun die Zähne weh. Das ist interessant. Ein Lederriemen zum Draufbeißen wäre gut. Wir machen eine Himmelsbestattung. Das heißt, wir überlassen die Schufte den Vögeln. Uns wäre es schlimmer ergangen, hätte das Ding nicht funktioniert. Was hast du gesagt? Nicht funktioniert? Sie ist nicht fertig. Deshalb der Test.
Na komm, du hattest doch auch noch dein Nora-Spielzeug. Es heißt, man soll nur Metall vertrauen. Doch dir zu vertrauen war gut. Danke, Aloy-Maschinenjägerin. Das vergesse ich nicht. Ich auch nicht, Petra. Oh, ich spüre immer noch die Blitze in meinen Haaren. Eine Halde voller Müll abgeschlossen. Sehr schön, freut mich. Ach ja, schön. Siehste. Und schon haben wir das auch abgeschlossen. Wieso ist da ein Felsen Schnee? Mitten in einem Wüstenberg? Keine Ahnung. Gut, sehr schön. Oh, guck mal, was ein schönes Bild, hä? Ja, Mensch. Dann war es das auch schon. Wir haben eine 1-Stunden-Folge. Nicht schlecht. Aber ich denke mal, das stört die alteingesessenen Zuschauer, stört es nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet euren Spaß. Und ja, ich glaube, hinsichtlich Questwahnsinn war es das auch schon. Wenn natürlich noch irgendwo sich was anfinden sollte während dieses Hauptspiels, während dieser Hauptkarte sozusagen. Alles klar, da gibt es noch eine Nebenquest. Also, wir werden noch einmal Questwahnsinn auf jeden Fall haben. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Overplayed and out. Ciao.